Arbeitest du eigentlich gern hier? Naja, kopieren macht nicht besonders viel Spaß. Was? Klopf, klopf. Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Bist du soweit, Kleine? Also, wie läuft's in der Schule? Sehr gut. Hat dich irgendjemand aus der Klasse geärgert? Nein. Sie sind alle nett. Kannst du gut schlafen? Das ist nicht wirklich das, worüber du reden willst. Oder, Doug? Hast mich erwischt. Frage 16. Habe ich Angst im Dunkeln? Du hast mit Nein geantwortet. Frage 23. Macht es mir Angst, allein zu sein? Du hast Nein geantwortet. 26. Habe ich Angst vor meinen Eltern? Nein, du hast alle Fragen in diesem Abschnitt mit Nein beantwortet. Ich glaube, dass ein paar Antworten Ja lauten müssten. Jeder hat vor irgendetwas Angst. Nur wenn wir uns unseren Ängsten stellen, überwinden wir sie und werden gesund. Also, ich möchte, dass du mir sagst, was dir Angst macht. Ich sage dir, was mir Angst macht. Wenn du mir sagst, was dir Angst macht. Ist ein faires Angebot. Als ich ein Kind war, bin ich auf einen Baum geklettert und habe meine Hand aus Versehen in ein Hornissennest gesteckt. Und das hat ihr nicht gefallen. Ich wurde über 100 Mal gestochen und sie mussten mich schnell ins Krankenhaus bringen. Seitdem habe ich Angst vor Hornissen. Und auf Bäume kletter ich auch nicht mehr. Jeder hat Ängste. Also, wovor hast du Angst? Vor mir. Du hast Angst vor dir selbst? Manchmal. Wieso? Was an dir selbst macht dir Angst? Ich habe böse Gedanken. Und worüber? Menschen. Menschen im Allgemeinen oder gewisse Menschen? Gewisse Menschen. Zum Beispiel? Dich. Du hast böse Gedanken über mich? Wieso? Einfach so. Habe ich etwas gesagt oder vielleicht getan, was dich geärgert hat? Es ist einfach die Art, wie du bist. Wie bin ich denn? Oberflächlich. Oberflächlich? Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Leicht zu begreifen. Oft mit einem Mangel an Aufrichtigkeit oder Tiefe. Du bist auch selbstgefällig. Soll ich dir auch erklären, was das bedeutet? Wenn ich selbstgefällig oder oberflächlich wirke, möchte ich mich... Du musst dich nicht entschuldigen. Wieso nicht? Du bist doch erwachsen. Das ist doch peinlich. Nummer 12. Ich mache mir Sorgen, was passieren wird. Ja oder nein? Du willst, dass ich das beantworte? Ja oder nein? Nein. Das sollte ein Ja sein. Wollen wir jetzt über die Schule reden? Meine Noten sind sehr viel besser geworden.